Willkommen zur 9. Folge der Let's Play-Serie. Wir haben ja in der letzten Runde hier gerade die 100 überschritten. Und na, eigentlich wollte ich da ja auch nochmal dann gucken, wie das inzwischen hier so bei der Forschung aussieht. Ich lag zuletzt ja mal vorn, was die Anzahl der Technologien angeht, aber war doch ziemlich krass hinter Gorgo, was die Forschung pro Runde angeht. Ja, wie erwartet bin ich damit inzwischen hinter sie zurückgefallen. Ich glaube, sie hatte irgendwo da auch schon knapp über 60. Ich habe mich inzwischen allerdings deutlich verbessert. Inzwischen habe ich wieder mehr als sie. Und ich würde denken, dass auch noch in dieser Folge hier ich deutlich wieder, was das Rundeneinkommen angeht, nein, an ihr vorbeigezogen bin ich ja schon, aber das wird sehr, sehr, sehr weit über die 100 gehen. Davon bin ich überzeugt. Mal gucken, wie das funktioniert. Die nächsten, die kommen, die haben von der Anzahl der Technologien alle ähnlich wie ich hier, gerade hier 20. Vom Einkommen sind sie alle schlechter als ich, allerdings nicht so viel. Das ist fast noch in Schlagreichweite. Im Moment forsche ich ja Herrn Druck und damit ganz schön in die Spitze. Das ist ja denn schon eine Renaissance-Technologie hier an der Stelle und naja gut, dadurch komme ich natürlich jetzt in der Anzahl immer weiter zurück. Allerdings, wenn man sieht, was die Technologien hier teilweise kosten, dann kann ich da dann sicherlich auch einige Technologien in kurzer Folge mir später holen. Naja, mal gucken, wie wir da denn noch vorankommen. Du solltest hier runter, da war mal wieder mein Argung ausgebrochen. Gut, aber eine wesentliche Aktion ist ja denn hier, die noch ansteht, sind ja die Allianzen. Ich hatte das in der letzten Folge am Ende ja noch erforscht, das wollte ich dann aber doch mal noch auf diese Folge verschieben. Das ist dann doch noch ein bisschen kleinere, eine etwas größere Aktion, zumindest was das Erklären angeht. Letzten Endes bringen mir die Allianzen vor allem ja über die Handelswege Vorteile, dass eben je nach Art der Allianz die Handelswege ein bisschen was zusätzlich bekommen an Ressourcen. Im Wesentlichen sind das eben die vier Sachen, die er hier auch anzeigt: Wissenschaft, Kultur, Glaube oder eben zusätzliches Gold. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, wenn man denn mit jemandem alliiert ist, dann hat man doch, naja, wie soll ich sagen, wenn man sich denn mit dem irgendwie verscherzt, dann hat man doch einen besseren Puffer. Ich glaube, dass wenn man hier eine Allianz hat, dann kann man da eigentlich keine Kriegserklärung, Denunzierung oder sowas an den Hals bekommen. Es wird ja mal so sein, zumindest mal in ferner Zukunft, aktuell noch nicht, aber man muss das ja doch ein bisschen vorausplanen. Ich will ja denn doch die Welt konvertieren und werde da vor allem die Ziffs verärgern, die eine eigene Religion haben. Idealerweise habe ich mit denen dann eine Allianz, weil ja, dann kriege ich nicht so viel Ärger an den Hals. Das sollte ich eben als zweites auch noch bedenken. Für den Moment geht es aber erstmal um die Erträge. Und gerade was Forschung und Kultur angeht, sollte ich hier definitiv noch nachrüsten. Es ist ja nun mal so und wird sich auch kaum noch für den Rest des Spieles ändern. Ich habe kaum Campusse und Theaterplätze, was ja normalerweise die Hauptquelle für Kultur und Wissenschaft ist. Daran wird sich kaum was ändern und insofern bin ich schon seit Anfang des Spiels immer darauf bedacht, irgendwelche alternativen Quellen dafür zu finden. Eine Quelle ist meine Religion. Die Choräle bringen mir ja für Tempel und Schreine zusätzliche Kultur, wobei man sagen muss, dass ich da noch gar nicht so viel von habe, von Schreinen und Tempeln. Die Handelsrouten waren mir gerade zuletzt dann doch immer wichtiger, als irgendwo da noch was reinzukaufen. Sollte ich vielleicht aber auch mal zeitnah anpassen. Der interkulturelle Dialog, ich habe es gerade hier mal zusammengezählt in der Pause, das sind gerade 36 Anhänger, die ich habe, bringt mir aktuell 9 Wissenschaft. Ja, immerhin ist ja auch schon mal gar nicht so übel. Nicht gigantisch, aber ganz ordentlich. Wenn man das hier anguckt, sind das ja auch über 10%. Ist schon nicht schlecht. Auch die freie Forschung bringt einiges an Wissenschaft. Naja, und so kommen die Dinge zusammen, aber trotzdem, ich denke, meine Handelsrouten sollte ich schon wählen, dass ich von allen beiden noch ein bisschen was dazu bekomme, vor allem von Kultur. Und ja, wenn ich mir das denn so überlege, ist es ja nicht erstaunlich, man hat das zuletzt ja schon gesehen, vor allem mit Frankreich und Russland habe ich meine internationalen Handelsrouten. Das sind meine nächsten Nachbarn. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht mal mit Katharina die Forschungsallianz.
Städte generell von Frankreich sind doch alle noch etwas kleiner und weniger ausgebaut, habe ich so den Eindruck. Du kriegst dann hier die kulturelle Allianz. Zahlen auch alle sogar noch ein bisschen was dafür. Hatte ich zu schnell wieder rausgeklickt. Hier bei Frankreich kommt schon ein bisschen was zusammen, so ist es nicht. Vor allem haben wir da Forschung, Quatsch, Entschuldigung, Produktion und Nahrung bekommen. Von dem Russen sieht das ganz anders aus. Da kommen teilweise wirklich echt starke Erträge in Gold zurück. Das muss man schon sagen. Also jetzt sind wir immerhin schon bei 20 pro Runde. Das ist ja schon sehr ordentlich. Und ich denke, naja, wir haben noch eine Menge Handelsrouten übrig. Ich werde das weiter verteilen, aber tendenziell eher Peter ein paar mehr Handelsrouten geben. Tja, wo ist denn noch eine Religion? Das ist vor allem Maya, Christina und Peter, der brasilianische Peter. Mit Maya bin ich ja befreundet, da kann man auf jeden Fall auch nochmal eine Allianz machen. Ich würde sagen, wir nehmen da mal eine religiöse Allianz. Sie wäre durchaus in Reichweite für eine Handelsroute. Ich glaube zumindest eine Stadt von ihr ja, aber ich werde da nichts erstellen. Die Routen nach Frankreich und Russland sind dann doch ja, einträglicher, das fällt mir gerade. Und naja, spätestens jetzt ist mir denn doch Kultur und Forschung doch lieber als noch ein bisschen mehr Glaube. Insofern wird das so bleiben. Tja, was die anderen angeht, ist es ein bisschen problematisch, muss ich sagen. Bei Christina fürchte ich so, da werde ich kein Bein mehr in die Tür kriegen. Kein Fuß, kein Bein, gar nichts. Das Problem sind einfach, die Agenden passen überhaupt nicht. Wobei, nein, eigentlich ist das auch noch nicht ganz richtig. Der Buchliebhaber, wie er hier ist, der würde wunderbar passen. Eigentlich müsste sie meine größte Freundin sein, weil ich ja nichts mit den großen Werken am Hut habe. Ich habe kein einziges Teil davon und trotzdem kriege ich hier diese blöde Minus 8 reingeknallt. Ja, weil schwachsinnigerweise da irgendwo der große Händler auch mit reinzählt, aber das ist natürlich vollkommener Unsinn. Aber es hilft nichts, so ist nun mal der Spielstand, muss ich mit zurechtkommen. Der unbekannte Grund ist die zweite Agenda, aber so oder so, diese beiden Sachen führen dazu, dass aufgrund der Agenden werde ich mit ihr kein Freund werden und insofern auch keine Allianz zustande kriegen. Es könnte vielleicht sein, wenn ich da irgendwann mal ihr noch ein Geschenk mache. Da kann man sich ja noch plus 10 drüber holen, dass ich sie vielleicht zumindest mal auf neutral kriege. Neutral sollte denn genügen, um eine Botschaft einzurichten. Und das werde ich auch versuchen, allein schon wegen der diplomatischen Sichtbarkeit, die mir später im Kampf, auch im Religionskampf, ein bisschen Vorteile verschaffen dürfte. Trotzdem, das wird nicht reichen, um sie auf grün Freundschaft und Alliierte zu kriegen. Insofern muss ich mir da gar keine Gedanken machen, ob es vielleicht geht. Beim Peter, dem Brasilianischen, hoffe ich durchaus noch ein bisschen, dass ich das schaffe. Leider diese erste Agenda, die passt tut wahrlich nicht. Das sind die großen Persönlichkeiten und da habe ich ja nun mal doch einige. Wenn ich auch keine habe, die da die großen Werke erstellen können, so habe ich doch schon eine ganze Menge große Händler schon und auch einen Propheten und zwei sogar schon, zwei Wissenschaftler. Das passt schon. Also es passt insofern, dass ich hier die minus 12 reinkriege. Oder naja, ich wollte sagen, es ist halt gerechtfertigt. Das ist schon so. Warum es denn gleich minus 12 sind, ist natürlich heftig. Aber gut, so ist es denn eben mal. Immerhin das Zweite, die Agenda, die ich momentan noch nicht sehe, bringt mir plus 6. Ich habe so den Verdacht, dass das irgendwas ist in Richtung goldene Zeitalter. Schmeichler heißt das, glaube ich. Weil er sich da schon öfter gemeldet hat, ja, wie toll ich denn bin oder ja, meine Zivilisation, das könnte darauf hinauslaufen. Immerhin, insgesamt geht es dann schon, wenn diese ersten Eindrücke nicht wären, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich ihn da durchaus auf grün bekomme, sprich Freund, ich müsste denn eine Botschaft schicken und ihm dann vielleicht noch ein bisschen was schenken, für den Fall, dass die ersten Eindrücke denn da mal abgerutscht sind, das vergeht mit der Zeit, da könnte das durchaus noch passieren. Insofern würde ich mir das an der Stelle eigentlich noch offen halten wollen. Er ist ja leider hier auch, oder leider, das ist ja eben so, mit Kyros unfreundlich. Das sind die zwei, die hier irgendwo im Westen unseres Landes hier,
da hängen. Die sind beide so weit da drüben, dass ich mir eigentlich wenig Sorgen mache, dass mich da jemand angreift für den Fall, dass wir mal irgendwie Probleme kriegen in unseren Beziehungen. Kyros ist schon ziemlich lange auf Grün. Ich habe mich mit ihm nicht befreundet, aus eben jedem Grund, weil falls die sich wirklich nochmal richtig behaken, gibt das Minuspunkte bei Petra und ja, muss man mal gucken. Da würde ich erstmal nichts machen wollen. Mit Gorgo könnte ich natürlich jetzt noch eine Allianz machen. Allerdings muss ich sagen, sehe ich nicht wirklich, welche größeren Vorteile ich davon habe. Wir haben keine Handelsroute. Nach Argos komme ich, glaube ich, auch noch nicht durch. Wobei, wenn ich die Entfernung sehe, muss man ehrlicherweise wohl auch sagen, ich komme nicht durch von meinen Städten, wo ich die Handelsrouten typischerweise starte. Meinen Wüstenstädten nehme ich. Ich würde davon ausgehen, von Timbuktu oder Segu sollte das sogar gehen, dass ich da hinkomme. Nur, ja, warum soll ich eine Handelsroute hierhin einrichten? Ich könnte da irgendeine machen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Wirtschaftsallianz mit ihm hätte, dann hätte ich mit ihr, Entschuldigung, so viel Zeit muss sein. Ja, dann würde ich noch ein bisschen Gold kriegen, aber dafür die Möglichkeiten hier auf Kultur und Forschung zu gehen, aufzugeben, erscheint mir ziemlich unsinnig. Tja, insofern, ja, was habe ich da für Vorteile? Ich würde an der Stelle sicherlich die das Grün oder das allgemeine Wohlwollen mit ihr absichern. Aber das sollte gehen. Ganz allgemein, ihre erste Agenda taugt natürlich wahrlich nicht. Das ist irgendwie schlecht. Das war klar. Das ist hier die minus 4, die ich da habe. Aber das ist ja nicht so schlimm. Man sieht, der Rest passt ganz gut. Auch die zweite Agenda, die man jetzt noch nicht sieht, die geht bloß sogar mit plus 10 rein. Ich denke, wenn ich das wollte, könnte ich mit ihr jederzeit wieder Freund werden oder auch Allianz machen. Insofern lasse ich das lieber offen. All dieweil, Christina hat sie da auf unfreundlich, die hat sogar Denunzierung von Peter hier. Sie war da in der Welt schon ein bisschen böse unterwegs, die Dame. Hat ja hier Astrachan auch eingenommen und tja, könnte halt passieren, dass er da auch nochmal mit Krieg mit Gorgo oder Peter anzettelt, da rechne ich durchaus immer mal mit. Bei Peter konnte ich da jetzt keine Rücksicht nehmen, die Allianz musste sein und wenn ich da in den Krieg reingezogen werde, dann ist es halt so. Aber bei Gorgo habe ich eigentlich keine Notwendigkeit, mich da reinziehen zu lassen, weil ich mir eben da von der Allianz im Moment noch nichts verspreche. Insofern reicht das für den Moment erstmal, was die Allianzen angeht. Ich denke, das werde ich erstmal alles so lassen. Und wollen wir mal schauen, was wir denn hier noch so rausholen können. Ja, man hat schon gesehen, hier die Städte da im Norden, die pumpen da auch schon. Hier ist die nächste gemäßigte Flut nach. An Nur der gut, dass es nicht schon südwestlichen wieder mein Ecke ist Vulkan eine gewesen große ist. lotrechte Sandsteinmasse durch einen tiefen Spalt vom eigentlichen Berg abgetrennt. Sie wirkt genau wie eine kolossale Statue. So, fein, fein. Wir haben das Gebel Barkal. Das hatte da wunderbar hingepasst auf den Hügel bei Valata und bringt inzwischen wirklich sehr schönen Glauben. Das hat wunderbar gepasst. So, dann wollen wir noch mal gucken. Yen hat den Unterhaltungskomplex fertig. Dann müssen wir hier die Arena kaufen. Und dann können wir doch das Kolosseum beginnen. Genau. Dann mal los hier. 20 Runden, oh, das ist ja durchaus im Rahmen. Kruse hat das Monument fertig, kann dann mal mit Kornspeicher fortsetzen. Ja, mach die Stadtmauer meinetwegen auch noch rein. So, tja, hier kämpft sich mein leider immer noch waldunfähiger Aufklärer durch die Gegend. Der hat den Wald, da kommt er ein bisschen besser voran. Na, aber wir mal auch gleich nochmal gucken, was haben wir denn da noch wieder gefunden? Du gehst erstmal da in die Stadt. Valata, mal wieder nach Gold sortieren. Ich würde dich mal hier noch nach Rouen schicken. Ja, ein bisschen mehr Richtung Frankreich ist auch okay. Du reparierst hier. Und dann haben wir da noch eine Handelsroute und die geht dann mal nach St. Petersburg. Ja, sehr schön. Das sind auch super Sachen. Fein, fein. So, ja, ach so, was haben wir denn hier? Cardiff, zeig mal. Quest, Heurika für Bogen, 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 das ist doch hier so eine große Regierung, oder? Nee, Bogen ist Technologie, da ist es. Führt eine Regierung mit 6 eigenen Politikplätzen ein.
Na gut, das sollten wir hinkriegen irgendwann. Das ist ja mal halbwegs in Ordnung vom Quest her. So, dann wollen wir mal gucken. Hier sind wir in drei Runden soweit. Tatmecker. Der braucht nächste Runde hier Gold. Aber hier brauchen wir auch einiges. Schweden, ach so. Jetzt ist Astrahan gerade abgewandert. Na gut, ist ja auch interessant. Wie gesagt, die Christina hatte das von Peter ja geklaut, aber schon ziemlich früh. Jetzt hat sie das per Loyalitätsdruck verloren. Sie ist im Dunkeln. Und Helsingborg pumpt ja auch schon. In vier Runden ist es weg. Na gut, na gut, na gut. So, Valata hat gerade das Gemelbarkal fertiggestellt. Jetzt würde ich hier mal noch ein Wunder angehen wollen, nämlich das Kilwa Kisivani. Passt hier, glaube ich, auch super. Habe ich auch noch nie gebaut. Da muss ich das doch gleich mal ausnutzen, wenn es so passt. Gut, die drei Gesandten sind sicherlich irgendwann auch mal ganz nett, aber interessant sind eigentlich die nächsten Dinge. Für Suzerän im Stadtstaat kriege ich hier in der Stadt dann 15% der Erträge der passenden. Und naja, wenn ich in zwei oder mehr Stadtstaatentypen da Suzerän bin, na, dann gibt es 15% für alle Städte. Und aktuell habe ich das ja durchaus. Ich bin Suzerän in zwei religiösen Stadtstaaten. Und wenn ich das dann richtig lese, heißt das, wenn das Wunder dann steht, kriegen alle meine Städte 15% von eben dem entsprechenden Ertrag, was ja hier Glauben wäre. Und 15% mehr Glauben, das ist ja schon nicht schlecht. Vor allem überall. Für die Stadt würde ich denn wohl auch beispielsweise aktuell 15% mehr Forschung kriegen. Aber naja, gut, muss mal sehen. Vielleicht sollte ich mich, wenn ich das dann wirklich bekomme, dann auch noch ein bisschen mehr kümmern um die Suzeräne. Da habe ich zuletzt ja eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel mehr mich drum gekümmert. Naja, mal schauen. Andere Dinge waren halt dann doch noch ein bisschen wichtiger. Aber Moment, du kommst natürlich ja nach vorne, heilige Stättengebet, muss dann mal warten. Tja, so, Na, hier können wir erstmal nicht viel machen, hier auch nicht viel mehr verkaufen. Dann müssen wir das jetzt mal abwarten hier. Wahrscheinlich muss ich demnächst auch mal wieder ein bisschen Eisen verkaufen. So langsam hoch von den Stadtstaaten. Die Naturgeschichte dieses Ja, Archipels mein ist sehr Naturwunder. bemerkenswert und Oh, scheint na, eine vielleicht kleine reicht's denn Welt ja für doch sich jetzt zu endlich mal bilden. hier zur Waldbeförderung. Ich war ja schon ein bisschen, oh, endlich, oh, nervig. Also diese Aufklärer hier, ohne dass sie denn in Wald oder Hügeln schnell gehen können, oder zumindest mal normal, das ist schon hart. Vor allem, wenn ich denke, der ist ja hier einmal über die halbe, fast über die ganze Welt durchgerannt und es hat trotzdem erst jetzt gereicht für die zweite Beförderung. Das ist schon ziemlich armselig irgendwie, finde ich. Was sie da mit den Speeren hier gebaut haben in Civ 6. Das fand ich viel besser bei Civ 5, vor allem mit dem Fox Populi. Na gut, egal. Timbuktu hat Suguba fertig und ja, wenn ich dann gerade hier bin, kaufen wir vielleicht mal auch noch den Markt. So und denn. Na, das brauche ich vielleicht erstmal nicht. Wassermühle und Kornspeicher, ja. So weit, so gut. Oh, hier hat er auch uns. Ach so, nein, ich wollte gerade sagen, das war der Kulturschock. Ich wollte gerade sagen, das Feld hat er sich auch reingeholt. Naja, mal sehen. Ein bisschen haben wir ja hier schon gekriegt. In vier Runden kriegen wir den. Das kann schon noch damit gerechnet werden, dass hier doch mal wieder von Frankreich noch irgendwo ein Siedler ankommt. Da warte ich eigentlich die ganze Zeit schon drauf. Aber ein bisschen habe ich mir jetzt schon gesichert. Naja, mal sehen. Alle Felder kann ich da auch nicht kaufen. Insofern wird da sicherlich noch irgendwas weggehen. So, wir kaufen das Feld. Wir tauschen hier das Feld rein. Und jetzt können wir hier das Industriegebiet bauen. Bitte, Tatmecker. Dann mach mal. So. Jetzt auch hier. Was hast du denn da unten? Ja, gut. Ach, ist egal. So, du hast hier repariert. Zwei Ladungen habe ich noch.
Da würde ich vielleicht ganz gerne mal hier das Silber verbessern und dann da noch eine Nazca-Linie bauen. Weil für Nazca-Linie muss ich natürlich dann auch überhaupt mal wieder an Nazca-Suzerän werden. Na gut, das ist noch ein bisschen hin. Ich sollte das Geld durchaus hier auch noch zusammenhalten. Händler könnte ich natürlich auch mal noch, aber ach je, nee, das ist mir gerade alles zu eng. Da habe ich auch noch andere Dinge. Oh, ist ja mal wieder ein Feuer ausgebrochen. Naja. Sind zu fröhlich am Konvertieren. Naja, macht. Konvertiert, wenn er möchte. 70 Gold, okay. Noch ein Antiochia. Was haben die für ein Quest? Baut eine heilige Stätte. Das ist cool. Die habe ich, glaube ich, bald. Wieso habe ich denn hier schon. Geht das denn? Ich habe da das Quest noch gar nicht erfüllt. Entschuldigung, da verschlucke ich mich hier schon vor lauter Staunen. Ich bin die erste große Zivilisation, das ist ja wohl ein Witz in Runde 108. Naja, gut, auf der anderen Seite, naja, aber wenn Brasilien oder Persien könnten doch da längst mal gewesen sein. Ich meine, die anderen, okay, vielleicht nicht unbedingt ist das naheliegend, dass Griechenland oder die Maya so weit rübergerannt sind. Na gut, okay. Ich ja gar nicht schlecht. Und ich glaube, Antiochia hat irgendwie doch auch einen ziemlich coolen so. Nee, das war hier zwei. Ach so, Moment, da wollen wir hin. Handelswege in fremde Städten, ein Gold für jedes Luxusgut am Zielort. Genau. Das wäre natürlich toll. Und ich habe ja gleich eine heilige Stätte. Na gut, okay. Gerne, nehmen wir mit. Das ist ja gar nicht übel, was alles gibt. Aber dass ich denn hier noch ein. Wie viele Stadtstaaten haben wir eigentlich jetzt bisher? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da fehlt noch. Einer fehlt noch. Okay. Na gut, Taudeni-Monument, genau. In Taudeni werde ich in einer Runde hier die heilige Stätte kaufen. Das passt natürlich sehr gut für das Quest. Dann mach du mal da den Kornspeicher. So weit, so gut. Ist ja witzig, was hier alles so passiert. Ich will eigentlich gerade mal das Geld durchaus noch speichern. Wenn ich das nächste Mal die Regierung wechseln kann, ich würde meinen, dass ich dann auch mal hier die Leibeigenschaft reinnehme für Handwerker und deshalb spare ich das Geld gerade mal noch ein bisschen zusammen. Das erscheint mir durchaus sinnvoll. Die hätte ich denn schon ganz gerne erstmal schnell und kurzfristig, bevor es dann weiter in den Händlerausbau geht. Oh, 416 ist ja auch schon mal gar nicht übel. Was ist hier der Ninkashi-Tempel? Bauwesen, Handelsweg, ja, ich weiß. Gut, eine Heiligstätte. Naja, gut. Okay. Soweit. Du bist wieder angekommen. Wunderbar. Na dann. Brasilien expandiert hat die neue Siedlung Man kann nicht Chaos einfach die Leute von hinzugewonnen. der Diebesgilde verhaften. Da hätten wir ja sonst den ganzen Tag zu tun. So, Gilden. Sehr wichtig, sehr interessant. Aus zwei Gründen. Wir haben einen Gouverneurstitel gekriegt. Da warte ich schon eine Weile drauf. Und die Stadturkunden sind natürlich auch mega stark. Werden wir uns gleich mal angucken. Jetzt kriegt er Erfahrung. Das ist ja wohl ein Witz. Ist da ein Meteoritenkrater? Ja. Diesmal nehme ich ihn mit. Ich ja auch nicht schlecht. Da habe ich, glaube ich, irgendeine Einheit gekriegt, oder? Ja, muss ich ja. Deshalb habe ich gerade die Söldnerausrichtung gekriegt. Aber welche habe ich denn? Wo ist sie denn? Das war von Laventa. Da, die wollten, glaube ich, Söldner haben. Ausrichtung Söldner. Wo ist jetzt meine Einheit? Habe ich ihn da gekriegt? Weiß nicht. Oder hier drüben vielleicht? Da, einen schweren Streitwagen habe ich gekriegt. Toll. Naja, gut, dann habe ich den mal. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Was mache ich denn damit? Stehe ich den mal hier in Gao rein?
Ich wollte eigentlich ja auch noch mal einen Aufklärer da hochschicken Richtung Schweden. Vielleicht nehme ich denn den schweren Streitwagen, der ist ja auch ein bisschen mobil. Die Späher sind ja hier so lächerlich lahm, das ist ja eigentlich fast albern. Naja, mal sehen. Gut, wir sind jetzt erstmal hier auf den Silber. Den werden wir mal hier anschließen. Ist ja auch schon mal ganz gut. Hier schon soweit? Ja. Taudenny. Okay. Rena ist bereit. Dann kaufen wir mal hier die heilige Stätte. Das war ja ohnehin der Plan. Plus 11. Cooles Teil. Und damit bin ich denn auch in Antiochia Syzeräen. Das ist schon nett. So, die heilige Stätte hat bisher dann auch schon 22 Glaube aufgrund der Verdopplungskarte. Und jetzt kommt hier noch eine gute Hildegard von Bingen und erzeugt für jeden Nachbarschaftsbonus hier auch noch Wissenschaft. Und wir haben auch noch 22 Wissenschaft. Na gut, das ist nicht erstaunlich, das war ja so erwartet, aber es ist irgendwie schon witzig, sehr nett. Die ist wirklich toll, speziell eben in einer so guten Heiligenstätte. So, wenn ich jetzt hier gerade bin, das hatte ich mir noch überlegt, ich wollte perspektivisch dann mal hier noch ein Industriegebiet setzen. Einfach um insgesamt dann später auch für TuDenny noch die Produktion etwas zu erhöhen. Da habe ich immerhin durch die zwei denn jetzt anliegenden Bezirke auch nochmal noch eine Plus 1 dazu. Das ist jetzt alles nicht gigantisch, aber immerhin wesentlich ist hier vor allem, dass ich die Produktion kriege und ja, mit Fabrik kommen ja dann hier noch ein paar andere Dinge dazu. Dann hatte ich auch noch geplant, wir haben ja hier einen Hügel neben Wald. Das ist in meinem Reich ziemlich dünn gesät und würde hier gerne irgendwann mal den Potala-Palast hinstellen. Ist natürlich noch ein bisschen hin. Trotzdem, der passt da, glaube ich, super rein. Und die Stadt wächst, glaube ich, auch sehr ordentlich und hat auch eine halbwegs vernünftige Produktion. Ich würde denn hier noch die Weide abreißen und da die Schafe sind da, glaube ich, drunter aus dem Boden rausziehen. Wobei, das klingt irgendwie ziemlich makaber, die Schafe aus dem Boden ziehen. Na gut, ihr wisst, was ich meine. Das soll denn halt mal dahin. Und überhaupt hatte ich mir in der Ecke noch überlegt, hier ein Kloster. Das ist, glaube ich, auch recht wichtig, weil Jen hat schon Brunnenprobleme. Und dann sollten hier. Und muss ich da noch mal klicken, hier und hier auch noch Nazca-Linien hin, die hier das Naturwunder noch ein bisschen pushen, hier auch das Silber, also das sollte eigentlich ganz gut gehen. Müssen wir mal sehen, theoretisch könnte sogar denn hier auch noch vielleicht eine Nazca-Linie mal sehen, würde ja die Felder hier auch alle noch verbessern. Dafür brauche ich natürlich Handwerker und ich hatte es ja gerade schon erwähnt, Handwerker sollen denn jetzt auch kommen. Wir brauchen zumindest eine neue Ausrichtung. Und ich denke, ich gehe dann hier mal direkt auf Söldner. Vor allem, weil ich eben hier einen recht günstigen Gesandten kriege. Da brauche ich ja nur 2 Runden Forschung und Söldner kriege ich auch noch ein. Hier kommt dann auch noch eine sehr schöne Karte. Das passt. Und perspektivisch würde ich dann hier sogar auf Erkundung gehen. Wobei grundsätzlich ist das hier alles schwierig vom Abwägen, muss ich sagen. Hier sind überhaupt noch eine Menge interessanter, anderer toller Karten, die ich alle gerne hätte. Weil ich habe gar nicht so viel Platz in der Regierung. Da ist beispielsweise hier die Handelskonföderation, die Gold für Gesandte bringt. Wir haben auch hier die Handelsföderation, die denn Kulturwissenschaft noch mehr bringt für die Handelswege. Und dann kommen hier auch noch die Wechselbanken, die denn Produktion und Nahrung bringen. Und ich glaube, die sind hier unter anderem denn besonders wichtig für Valata und Yen vor allem. Die haben ja viele Handelswege und eben auch gerade Tudeni. Die zusätzliche Produktion wird helfen, um die hier unter anstehenden Wunder schneller hochzuziehen. Naja, wenn man das sieht, da kommen noch viele andere Sachen. Beispielsweise hier wartet das Taj Mahal. Der Merkantilismus ist auch ziemlich wichtig. Dann kann ich nämlich Sägewerke in Regenwald bauen. Mal hier auch noch irgendwelche Dinge. Naja, und überhaupt hier unten, die untere Reihe wird interessant werden. Vor allem, weil ich die Theokratie kriege und auch hier der religiöse Orden und Simultaneum, denn die Glaubensproduktion erhöhen. Also im Grunde brauche ich hier irgendwie alle und am besten alle gleich und alle schnell. Ich bin mir nicht sicher, was ich da am besten abwäge. Ich mache es jetzt erstmal so, um die Gesandten zu kriegen. Wenn das hier so durchläuft, hätte ich ja in 5 Runden 2 Gesandte mehr und das wäre vielleicht gar nicht übel, dass ich die hier irgendwie noch unterbringen kann.
Na, Cardiff bräuchte den. Ich würde, wenn ich einen hätte, den sicherlich bei Cardiff mal reinstecken, dann wird er verdoppelt. Und dieses Heureka, das kriege ich ja garantiert. Und irgendwo sind wir dann bei 3. Das fände ich schon gar nicht schlecht. Und dann hätte ich eben auch gerne bei Laventa noch einen Gesandten reingesteckt, um da auf 3 zu kommen. Was ja dann auch jeden meiner Schreine noch verbessern würde. Soweit die Idee. Deshalb hätte ich da gerne die Gesandten. So, Antiochia habe ich ja jetzt schon hier mal gerade bekommen. Also bin jetzt Suzerän geworden. Der hat mir gleich mal alles Mögliche aufgeklärt. Da ist hier ein Lager. Wo ist denn da das zweite? Da ist das eine. Ach, da bin ich gerade schon reingerannt. Okay. Okay, na denn, Segu hat so Guba fertig, das ist super, dann kann man nämlich ja auch gleich noch den Markt reinsetzen. Und dann machen wir mal hier mit dem Monument weiter. Wir haben auch einen Gouverneurstitel und jetzt kann der Moksha endlich Schutzheiliger werden. Damit kriegen meine neuen Apostel eine weitere Beförderung. Und hatte ich denn nicht hier irgendwo, weil ich weiß nicht so genau. Hier war religiöse Bekehrung. Naja. Naja, wobei jetzt nur wegen Bologna. Naja, müssen wir mal sehen. Ich hatte denn mir schon fast überlegt, da mal einen Apostel hinzuschicken. Aber ich würde trotzdem mal einen Apostel losjagen wollen, um mal Frankreich zu konvertieren. Und den muss ich natürlich den Iniani holen. Da ist ja jetzt Moksha drin. Und ja, die Moschee steht auch drin. Also wieder ein Apostel. So. Und nun steht auch noch die Frage, Rena ist ja hier fertig in Toadeni. Ich meine, die nächste Aktion von Rena sollte sein, hier die heilige Stätte kaufen. Kumbisali würde natürlich auch eine anstehen, aber gut, Kumbisali kann die vielleicht dann auch mal noch selber bauen. Das kriegen die hin. Du gehst mal nach Garo. Auf geht's. So, tja, jetzt hatte ich ja denn hier auch gerade erwähnt, wir wollten mal hier auf Handwerker gehen. Moment, und eine Sache, jetzt hoppe ich hier ein bisschen hin und her, aber wir haben ja auch gerade die Stadturkunden gekriegt, die momentan auch etwas mehr als die Karawansereien bringen. Man sollte hier allerdings nicht vergessen, dass die Stadturkunden ja nicht einfach nur Gold bringen, sondern das Gold durch die Verdopplung der Handelsbezirks-Nachbarschaftsboni bringen. Und da holt dann natürlich die freie Forschung rein. Ja, also diese 29, die ich dadurch die Karte zusätzlich an Gold kriegen würde, durch die freie Forschung kriege ich die auch zusätzlich noch an Wissenschaft. Deshalb ist die Karte natürlich enorm wichtig und sehr viel stärker als zum Beispiel die Karawansereien. So, dann nehmen wir jetzt hier die Leibeigenschaft mal rein. Der erste Gesandte muss noch drinnen bleiben. Ich bin ja da noch nicht ganz fertig. Dann können wir hier mal so weitermachen. Wir sind hier inzwischen bei den Campus. Stipendien können wir noch mal gucken. Kurze Erinnerung, wir wollen uns ja hier auch noch den Wissenschaftler holen, den Isaac Newton. Der Weg ist noch weit, aber der Weg ist auch weit für die KI. Da müssen wir mal sehen. Den würde ich wahrscheinlich dann eher mit Glauben irgendwann holen, aber das ist noch eine Weile hin, da ist noch keine Eile. Wir werden hier gleich auch noch einen Gesandten über den großen Händler bekommen. Du kannst hier erstmal noch eine Weide setzen. So, und im Übrigen, ja, wir haben ja eigentlich genug Geld, um Handwerker zu kaufen. Also ein Handwerker hatte ich ja hier schon vorgesehen. Das kannst du eigentlich gleich mal machen hier in Yen. 63, ja. Um die hier mal so ein bisschen anzugehen. Die meisten Felder sind hier noch nicht drin, apropos noch nicht drin. Auch hier sollte noch eine Nazca-Linie hin. Sag mal, komm mal her. Der würde denn nämlich hier, der holt sich gleich das Feld, der würde die Felder alle mit Glauben versorgen. Und ja, dann auch noch ein bisschen Nahrung holen. Also die ist mit Sicherheit auch sehr stark. Da müssen wir mal sehen. Hier unten stehen auch noch Verbesserungen an.
In Valata bräuchte ich noch einen Handwerker, vor allem für diese Felder hier unten. Und Niani braucht definitiv auch noch einen Handwerker. Da soll dann hier am Vulkan noch eine Mine hin und hier noch ein Bauernhof. Und ich würde denken, hier sind auch noch mal Felder anzuschließen. Hier kommt hier schon ein Siedler, der leider denn auch nicht zu verhindern ist. Der wird irgendwo sich hier zwischenknallen. Vielleicht muss ich da auch noch Felder kaufen. Mal sehen. Muss ich noch mal auch noch mal drüber nachdenken. Kommen wir mal her hier. Zum Glück kommt er ja da nicht so richtig vorwärts, aber irgendwo wird er auf jeden Fall reingehen. Das ist ziemlich sicher. Die Feder ist vielleicht doch nicht So, mächtiger wir haben als jetzt das ein bisschen mehr Schwert, doch die Sichtbarkeit, das ist auch Burgerpresse schon toll. könnte schwerer Die als verbotene Tapferkeit Stadt ist ist auch es, wenn du bereit. der Einzige bist, der weiß, dass du Angst hast. Militärtradition war an der Stelle nur ein Durchläufer. Gucken hier. Na gut, dann kannst du mal hier hoch für das Kloster. Der hat da die Mine gesetzt. Hier soll eine Nazca-Linie hin. Gesagt, im Moment bin ich ja da leider nicht souverän, aber das kann ich ja werden. Hier ist ja Quest, bildet einen Schwertkämpfer aus. Dann bilde ich ihn doch mal aus. So, wo habe ich ihn? Wunderbar, bin ich wieder souverän und ja, hat er sogar schon angezeigt. Dann machen wir rein hier die Nazca-Linie. Feine Sache. So, das war hier so eine kurze interne Route. Nein, nee, nicht intern, nach Nazca von Valata. Das ist natürlich toll. Da werden wir jetzt eine deutlich bessere Linie finden, würde ich mal meinen. Ich könnte mir über Paris zusätzliche Nahrung in Valata holen. In Jaroslawl könnte ich mir aber Forschung holen. Produktion meine ich doch. Und ich denke, an der Stelle entscheide ich mich wohl doch mal hier für die Produktion. Die Alternative wäre natürlich Novgorod, 3 Gold mehr, aber ich glaube, die eine Produktion ist mir dann irgendwie doch noch lieber. Ja, er baut ja da immerhin auch am Wunder. So, mein Apostel, der für Frankreich vorgesehene, der kann ja mal langsam losziehen. Komm mal hier. Und lässt sich befördern. Du wirst Übersetzer, dreifache Stärke beim Konvertieren. Feine Sache. Wir brauchen eine neue Forschung. Dann gehen wir doch mal hier in Stützpfeiler. Da wird das Hagia freigeschaltet. Na, vielleicht gehen wir sowieso mal Kartografie, weil immerhin, dann könnte ich vielleicht doch mal noch einen Apostel über den Ozean schicken. Ohne das funktioniert es ja nun mal leider nicht. Und dann kannst du mal auch noch die Bank holen. So, wir haben hier großen Händler schon gesehen, bringt einfach mal 200 Gold und einen Gesandten. Kann man ja auch immer brauchen. Komm mal ran hier. Wunderbar. Und den Gesandten, ja, den haben wir jetzt zur Verfügung. Ich hatte mir ja schon ein paar Dinge überlegt. Antiochia bin ich jetzt schon. Das war gar nicht schlecht und Cardiff war jetzt auch vorgesehen. Machen wir mal so, bringt ja gleich mal für die Hauptstadt auch 2 Produktionen. Alternativ könnte ich den natürlich auch hier in Laventa reinsetzen. Ja, nie hier, naja. Naja, ich mach mal so. Grundsätzlich könnte denn eigentlich die Karte raus. Haben wir noch irgendwelche Verdopplungen? Naja, muss man vielleicht nochmal überlegen dann. Wahrscheinlich werde ich sie dann raustun irgendwann. Wir haben das Geld für einen weiteren Handwerker. Komm mal ran hier. Und eigentlich haben wir das Geld auch noch jetzt für den letzten Handwerker. 390, ja, das muss sein. Das machen wir mal. Und dann muss ich mal gucken, was ich denn sonst noch anstelle. Aber ich glaube, von den Handwerkern sind das 6er, ja, passt. Mit den dreien, die ich jetzt hier habe, sollte ich eigentlich ganz gut hinkommen. Er soll hier nächste Runde. Ach na, dann nicht doch. Dann mache ich es gerade doch mal noch hier rein. Sicher ist sicher. Ich dachte, ich hatte es schon gebaut. Weil natürlich werde ich an der Stelle denn jetzt erstmal wieder eine Pause einlegen. Ich
denke, wir sind gut vorangekommen, vor allen Dingen die Forschung. Ich glaube, am Anfang der Runde waren wir bei etwa 80. Jetzt haben wir es fast verdoppelt. Wenn das immer so gehen würde in 5 Runden, das wäre cool, aber natürlich wird das nicht passieren, weil die Handelsrouten oder hier die Hildegard, das hat man natürlich nicht ständig. Aber gut, soweit sind wir doch trotzdem ordentlich vorangekommen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.